Moin Hallo, ihr zusammen. Lieben. Unsere zweite Auslandsreise im Jahr 2022 ging nach Schweden. Das war mein absolutes Highlight. War nicht schlecht, hat mir auch sehr gut gefallen. Kann man natürlich nicht vergleichen mit der Toskana. Am besten guckt da mal selber rein. Ich muss dazu sagen, in dieser Zusammenfassung ist nicht alles in der richtigen Reihenfolge. Da war schon ein bisschen was tricky, das nochmal alles so ein bisschen zusammenzubekommen. Aber ich habe jetzt genug gequatscht. Wir fangen an. Wir waren zuerst in der Lüneburger Heide. Wir haben dann eine Zwischenübernachtung gemacht. Aber guckt am besten selber. Viel Spaß. Wir sind angekommen. Unsere Ruhewiese für 2 Nächte. Wir sind heute Morgen früh losgefahren um 8:30 rum und sind jetzt in der Nähe von Soltau. Das Wetter lässt noch ein bisschen was zu wünschen übrig. Es ist trocken, bewölkt, aber wir hätten gerne ein bisschen was Sonne. Also, da kann noch mehr kommen. Unser erster Stellplatz in der Nähe von Soltau, sagte ich ja bereits, ist ja, mit Hinterland. Wir sind mit Hinterland unterwegs. Im Übrigen eine richtig klasse Sache. Schau dich das mal an, wie das funktioniert. Und unsere Gastgeberfamilie, die wohnt da hinten. Da. Auf diesem Bauernhof oder in diesem Bauernhof und haben uns dann über Hinterland diese ehemalige Weide hier zur Verfügung gestellt. Ich zeige euch die mal gerade. Ja, wie gesagt, das ist eine ehemalige Pferdeweide. Die Gastgeberfamilie bietet Platz für 3 Wohnmobile an, was im Übrigen auch sehr schade ist, weil die wäre für mehr Platz, aber ja, in Deutschland ist es halt so, wenn du mehr wie 3 Stellplätze zur Verfügung stellst, dann zählst du als Campingplatz und hast dann Auflagen zu erfüllen, die die ganze Sache dann schon wieder uninteressant machen. Ja, sollte man mal vielleicht drüber nachdenken, ob man da nicht mal in naher Zukunft was ändert. Ja, wie ihr seht, wir stehen hier wirklich schön einsam und ja, haben uns vorgenommen, morgen ein bisschen was wandern zu gehen. Und dann werde ich euch die Gegend ein bisschen was zeigen. Da hinten seht ihr unseren Nachbarn. Und es gibt auch Hühner. Der Stellplatz bietet keinen Strom, keine Fähr- und Entsorgung. Also ihr solltet schon, ja, darauf gefasst sein. Ihr solltet schon autark sein können. Wobei es gibt ganz in der Nähe auch eine Fähr- und Entsorgemöglichkeit. Heute Morgen sind wir wieder früh aufgestanden in der Lüneburger Heide und nach Rügen gefahren. Genau. Wir sind in Rügen angekommen. Vorher waren wir noch in der Lüneburger Heide. Tanken und entsorgen. Genau, wir haben noch ein bisschen was Frischwasser getankt, Diesel getankt und haben auch entsorgt. Genau, weil den Platz, wo wir waren, da konnte man halt nicht entsorgen. Da gab es keinen Strom, kann nicht entsorgen. Da muss es autark stehen. Genau. Ja, dann sind wir jetzt weiter gedüst und wir sind jetzt hier in Sagard auf einem Campingplatz. Ja. Der Campingplatz heißt De Klomp und ist, wie Tanja schon sagte, in holländischer Hand. Ja, warum haben wir einen Campingplatz gewählt? Erstmal wegen der Nähe zur Fähre, ne? Ganz genau, das ist der Hauptgrund eigentlich. Genau, wir hätten auch, ja, eigentlich hätten wir auch in Sassnitz stehen können am Hafen, aber wir wollten eigentlich, ne, davor waren wir autark und wollten mal duschen. Genau das. Ja, und der Campingplatz, der bietet alles. Der bietet WLAN, der bietet Tolle Sanitäranlagen, die sind wirklich toll. super, zeige ich Ja. euch gleich, super tolle Sanitäranlagen. Und kostet, hast du das im Kopf? Ich weiß das noch gar nicht, ich habe mir gar nicht bezahlt. Ja, das ist immer gut. Reichen wir nach. Ja. Also, viel Spaß beim Video. Angekommen und aufgebaut auf dem Campingplatz De Klomp. Das Wetter spielt nicht so mit, darum versuchen wir ein bisschen was nachzusynchronisieren. Ich hoffe, ihr verzeiht uns das. Als nächstes werden wir euch das tolle Waschhaus präsentieren. Und ihr seht hier den Zugang zum Waschhaus mit einer kleinen Außenküche. Mit 2 Waschbecken. Innen im Forum habt ihr 2 Waschmaschinen, die ihr nutzen könnt. Natürlich gegen Entgelt. Ihr habt die Möglichkeit, wenn ihr was verkaufen wollt oder Neuigkeiten sehen wollt, an der Pinnwand das zu veröffentlichen oder zu lesen. Und hier seid ihr schon im Waschraum selber. Ihr seht, hier sind Waschbecken, eine große Spiegelwand.
Im Nebenraum befinden sich die Duschen und eine abschließbare Kabine mit einem Waschbecken und einem Spiegel, wenn ihr euch ungestört rasieren wollt. Ihr seht hier die drei oder vier geräumigen Duschen, ich weiß es jetzt gar nicht mehr genau. Außerhalb vom Platz findet ihr eine Grauwasserentsorgungsstation, leider nur für Grauwasser. Wenn ihr den Chemieklo entsorgen wollt, müsst ihr auf den Campingplatz. Nach einer zweiten Zwischenübernachtung auf Rügen. Bei ganz furchtbarem Wetter. Ja. Stürmisch und regnerisch. Sind wir dann um 5.40 Uhr oder um 5:45 Uhr, wenn ihr so wollt, aufgestanden und die paar Kilometer bis zum Fährhafen gefahren. Wir sind mit der Fähre rüber, mit der Katamaranfähre, mit der Schnellfähre. Von Sassnitz aus, genau. Und die braucht nur 2,5 Stunden. Ja, war auch ein Erlebnis. Auf jeden Fall. Wir haben gelernt, für uns ist das nichts mehr. Also beziehungsweise für uns ist das schon was. Für den Hund halt nichts. Für den Hund halt weniger. Pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack as if we weren't going back. It doesn't matter if it's true. I've got a feeling like they'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights. Ja, Freunde, wir sind in Ülstadt von der Fähre gegangen und wir sind jetzt hier in Musaiwägen an dem Wikingerdorf Fort Feig. Entschuldigung, die Aussprache klappt bei mir wahrscheinlich gar nicht. Also wenn ihr Schwedisch könnt, bitte seid mir nicht böse. Und guckt mal, wie wir hier stehen. Also Hintergrund Wohnmobil und direkt hier am Wasser. Wir sind angekommen. Unser erstes Ziel ist der Nationalpark. Wie immer kann ich es nicht aussprechen. Ihr seht an meiner Verkleidung, Wetter spielt nicht so ganz mit. Und ja, es wird eigentlich nur eine kleine Zwischenstation. Und ja, wir wollen euch das mal hier so ein bisschen mal zeigen, weil ja, übernachten ist hier nicht so erwünscht, obwohl es sich anbieten würde. Hier ist ein schöner großer Parkplatz, aber es ist ausdrücklich untersagt, hier über Nacht zu bleiben. Ja, Freunde, auch damit müsst ihr in Schweden rechnen. Ihr hört es im Hintergrund, es regnet.
Wir nutzen die Auszeit und sind von Trollberget, richtig? Ich hoffe, es ist richtig. Weitergefahren zum Campingplatz, Torne Camping und Fischcamp. Das heißt, ihr könnt hier auch angeln, gibt einen Angelteich. Ich zeige euch später, wenn es noch ein bisschen aufgehört hat zu regnen, ein paar Bilder. Wir nutzen die Zeit zum Ver- und Entsorgen und uns wie immer ein bisschen was frisch zu machen. Der Campingplatz befindet sich auch am Essensee. Es gibt, wie ich schon bereits erwähnt habe, einen Angelteich. Ihr könnt euch Kanus mieten. Es gibt einen Badeplatz. Ver- und Entsorgung natürlich auch. Ihr habt die Möglichkeit, außen zu spülen. Warum ich immer zur Seite gucke, ich habe hier die Karte zur Hand. Es gibt 4 Stellplätze außerhalb vom Campingplatz, wo ihr mit eurem Wohnmobil stehen könnt. Es gibt eine Rezeption logischerweise, ein Kiosk, Café und es gibt Wifi. Die Preise werde ich euch nachher in die Videobeschreibung dazu packen. Hier habt ihr die gut ausgestattete Außenspüle. Ihr könnt euch schön spülen. Da hinten ist der Kinderspielplatz. Wenn ihr uns kennt, wisst ihr ja, dass wir mal alles durcheinander werfen, ja. Unsere geplante Route. Also ich kann planen wie so ein Geisteskrank, hätte ich gerade gesagt, ne? Jahrelang von mir aus, aber die Route wird immer anders ausfallen. Und dann sind wir zufällig am Skeda Strand gelandet, ein ganz toller Naturcampingplatz. Den hat man übrigens im Park for Night. Das kann durchaus sein, genau. Ich weiß nicht genau. Und dann, da gibt es alles, was euer Herz begehrt, wirklich. Da gibt es eine Versorgung, eine Entsorgung, ihr bekommt Wasser. Ihr habt WC, Dusche, Naturdusche mit Wikingerseife. Ja. Ihr könnt das Ganze mit PayPal bezahlen. Haben wir auch gemacht. Aber erzählt euch jetzt im Video. Von der Straße kommt ihr hier auf den Platz. Es ist so schön gemacht, mit so viel Liebe zum Detail. Hier ist die Information. Ihr habt alles, was ihr braucht hier auf dem Platz. Toiletten, Duschen, einen Schwimmplatz, Strom, angeln könnt ihr hier. Ihr könnt hier bezahlen, das Geld einwerfen oder halt per PayPal. Klasse Sache. Hier oben sind noch ein paar Plätze. Aber wir sind natürlich lieber runtergefahren zum See. Hier runter geht es zu den weiteren Plätzen. Und hier gibt es sogar einen Poolplatz. Gehen wir jetzt mal hin. Ich glaube sogar mit Kugeln. Sehr, sehr schön hier. Wie toll.
diese Frau da hinten ist schuld. Diese Frau ist schuld, dass wir einen richtig geilen Sterper gefunden haben. Ich bin auch sehr zufrieden. Wir haben wirklich diesmal einen Übernachtungsplatz einfach nur gesucht. Beziehungsweise sagt sie eben schon, Sterper zum Ver- und Entsorgen. Und sind fündig geworden. Wahnsinn. Ich zeige euch gleich mal ein bisschen was davon. Der Stellplatz kostet pro Nacht 170 Kronen, also 17 Euro rechnen jetzt, glaube ich, um. Und 30 Kronen Strom, also 3 Euro Strom, also insgesamt 20 Euro. Und man kann mit PayPal bezahlen. Genau. Praktisch. Fair- und Entsorgung gibt es hier. Strom hatten wir bereits erwähnt. Genau, dann haben die eine Toilette, dann haben die eine Dusche, eine Naturdusche. Und überall so Buchten hier mit verschiedenen Bänken und Sitzgelegenheiten. Alles weit auseinandergezogen, richtig großzügig. Ja, für den Anfang mal ein paar Bilder, das zieht schon wieder zu. Ich denke, gleich wird es wieder ein bisschen feucht von oben. Also, hier stehen wir mit Blick auf den See. Ja, ihr habt die Möglichkeit, hier runter zu gehen ans Wasser. Wir sind heute Morgen wieder mal früh aufgestanden am Skeeder Strand, wo wir im Übrigen noch einen Tag dran gegangen haben. Ne? Ja, es war sehr schön. Ja, wir haben ein bisschen gechillt da und ja, jetzt sind wir weiter und wir befinden uns im Store Mosse Nationalpark. Wollen eine Runde wandern. Gelandet in Tagesgard, einem Picknickplatz und ja, wo man gegebenenfalls auch übernachten kann. Ich werde euch jetzt mal ein bisschen was zeigen. Es ist ein Angelplatz. Man kann hier mit einem Tagesticket, das man hier erwerben kann, angeln. Gut, ich bin nicht der Angler, aber für die Leute, die gerne angeln, ist das hier so ein richtig schöner Tipp. Ich zeige euch jetzt mal ein bisschen was. Hier seht ihr die Zufahrt zu dem Picknickplatz. Da habt ihr den See. Da ist Tanja. Hallo. Die gerade Fähnchen mit Mückenzeug einreibt. Ja, und jetzt gehen wir mal. Ihr seht, da hinten steht schon ein Auto. Wir sind also nicht alleine hier. Sind eben ein paar Leute mit einem Boot rausgefahren. Und jetzt gehen wir uns hier mal die Begebenheiten so ein bisschen mit angucken. Ja, ich denke, die Bilder sind selbsterklärend, da brauche ich gar nicht viel zu sagen. Na, da hinten seht ihr ein paar Angler. Das sind im Übrigen die Angler, die zu dem PKW gehören. Hier könnt ihr euer Boot zu Wasser lassen. Und hier habt ihr noch mal die Erklärung, was ich eben schon sagte, Angeln nur mit gültiger Angelkarte erlaubt. Na, hier habt ihr Fähnchen. Ich denke, die werden wir gleich im Wasser wiederfinden. Ja, und dann gehen wir mal weiter. Hier ist eine Hütte. Die Tür ist leider verschlossen. Hier habt ihr noch andere Boote. Ich denke, die gehören zu den Anglern. Ich glaube, das ist ein Anglerverein hier.
jetzt nochmal rum. Dann kommen wir jetzt hier langsam rum. Und da hinten zwischen den Bäumen kann man schon erkennen, da ist die Picknickbank. Und da gibt es auch einen Grill, wo ihr ja, Wurst grillen könnt oder wo ihr einfach mal ein Feuer schon machen könnt. Ja. Wie vermutet, der Hund sucht den Weg zum Wasser. Komm, bleib hier! So, dann kommen wir hier langsam mal ins Wasser. Also ist wirklich, kann man sagen, schon wie gemalt. Die hölzerne Stadt Exieu. Ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Ihr wisst ja, ne, mit Sprache oder Fremdsprachen habe ich nicht so. Ja, wir waren unterwegs und was mir da in Erinnerung geblieben ist, ist erstmal die Altstadt, also die Holzhäuser und vor allen Dingen die Teilchen. Das wollte ich auch gerade sagen. Ja. Die Zimtschnecken, die wir da beim Bäcker gekauft haben. Das war ganz super. Toll. Ganz, ganz toll. Eine Stadt, die müsst ihr mal gesehen haben. Für einen Tagesausflug, denke ich, aber ausreichend, oder? Auf jeden Fall. Also von unserem Übernachtungsplatz, wo wir im Übrigen wieder richtig gut geschlafen haben, geht es weiter nach Essieu. Genau. Die Stadt ist bekannt für die Altstadt und die ganz vielen alten Holzhäuser. Richtig. Wir haben einen Parkplatz gefunden, direkt am Museum. Direkt an der Altstadt. Und wir werden euch jetzt ein bisschen was von der Umgebung hier zeigen. Wir haben uns dazu entschieden, erstmal hier durch den schönen Park zu gehen, bis zur Kirche und dann durch die Altstadt zurück zum Wohnmobil. Ganz, ne? Genau. Kerl, guck mal, der hat ein Brett im Hals. Bestimmt Brad Pitt. So, wir sind jetzt hier an der Kirche angekommen. Schönes, großes Gebäude. Freunde, wir sind am nächsten Ziel angekommen. Und unser nächstes Ziel hat hiermit zu tun. Mit einem Taschenmesser. Und ja, mit einem Lausejungen. Ich denke, ihr wisst schon alle, wo wir sind. Wir sind auf dem Katholthof, dem Original Schauort von Michael aus Lünneberger. Wir zeigen euch ein bisschen was von dem Ort und ich hoffe, ihr habt viel Spaß. Angekommen am Übernachtungsplatz Blankaholm. Richtig? Genau. Ja, ich zeige euch gleich noch ein bisschen was vom Platz. Im Moment spielt uns der Platz, der am Wasser gelegen ist. Guckt mal hier. Spielt uns aufgrund des Wetters so ein bisschen was in die Karten.
Na, es ist am Regnen, aber trotzdem haben wir eine tolle Aussicht. Take it slow, where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow, who cares where we gotta be. You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. You don't know how. You say we're taking on water. Yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim. No worries, as we'll find out. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Here's where we gotta be. You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. Genau. Bekannt für die Zuckerstangen. Wollte ich gesagt haben. Also nicht nur bekannt für die schönen, bunten, alten Holzhäuser, auch für die Zuckerstangen. Den Stellplatz, den zeigen wir euch gleich. Das ist unser Platz, die G40, und ihr habt hier direkt zu jedem Platz passend einen Stromanschluss. Wir haben Grenna verlassen. Grenna war wunderschön. Ein Besuch wert. Kann ich euch nur empfehlen. Und wir stehen nun, wie gesagt, 50 Kilometer weiter an einem See. Und ich werde euch jetzt mal so ein bisschen was zeigen, wo wir hier gelandet sind. Der Picknickplatz bietet Platz für zwei Wohnmobile. Ja, mit ein bisschen was Rücken können sich auch hier drei Vans hinstellen oder drei Wohnmobile. Ihr habt eine Sitzbank, gehen wir mal dahin. Hier könnt ihr euch schon hinsetzen. Ihr könnt ein Feuerchen machen, wie ihr seht. Haben auch schon ein paar Leute vor uns gemacht. Und ihr habt eine schöne Aussicht auf den See. Kann man auch mal gucken gehen. Mal aufpassen, dass wir nicht ins Wasser fahren. Wir sind gelandet in Severshult. Ich werde euch gleich mal, da wir den Stellplatz über Park4Night gefunden haben, die Beschreibung von Park4Night vorlesen, weil die ist echt gut und ausführlich beschrieben. Als nächstes werden wir jetzt mal eine Runde über den Stellplatz gehen und erstmal zeige ich euch, wo wir stehen. Also wenn ihr mal hinter mich guckt, da, ihr habt einen Blick auf den See.
ein bisschen Wind ist aufgekommen. Wir sind heute Morgen über die Ölandbrücke gefahren nach Öland, auf die Insel Öland. Quasi an der Ostsee. Wir sind in meinem kleinen Hafengebiet, wo auch ein leckerer Fischladen ist. Da wollen wir vielleicht heute mal was essen. Und dann sind ganz viele Wohnmobilstellplätze. Genau, ich zeige euch gleich ein paar Bilder dazu. Caught behind Venetian blinds, had to reach for the city lights. And this ain't where I belong. Hey, look at me, mama, what I become. I've been running east, looking for something, digging deep since 99. What I thought was gone was sitting in my pocket in plain sight all along. I think it's time for me to go burn all bridges. All I know, I got lost along the way. Ja, wir sind jetzt wieder on the road. Im Hintergrund seht ihr die Schlossruine von Borgholm und die werden wir uns jetzt ein bisschen was anschauen. Wir sind wie immer zu früh, stehen hier vor dem Eingang. In 10 Minuten werden sie aufmachen und dann gucken wir mal, wie es da drin aussieht. Als nächstes wieder ein Zufallsprodukt. Wir waren in Frösecke, Uferparking. Das war ein Wahnsinnswohnmobilstellplatz. Ich glaube, der war auch von der Gemeinde. Da kann man auch nur parken oder übernachten, ja, wenn da keine Veranstaltung ist. Genau, da war eine Freilichtbühne, Entschuldigung. Ganz kleine, ganz kleine Bühne. Und um die Freilichtbühne halt waren
ich glaube, sieben Ich meine auch Stellplätze. sieben Sieben Stellplätze. Stellplätze mit Strom und wie gesagt, leicht erhöht, direkt am Wasser. War wieder ganz, ganz tolles Zufallsprodukt. Ja, und direkt an, also wirklich direkt daneben, hättet ihr auch noch eine Ferienwohnung mieten können. Ja, Die war auch belegt. ja, ich würde sagen, wir fangen vorne an der Zufahrt. Leider ist der Bodeneinlass schon wieder zugeparkt und ihr bekommt hier auch Frischwasser. Hier ist die Zufahrt zum Stellplatz. Die Stellplätze sind im Kreis um eine Freilichtbühne angeordnet. Wenn wir jetzt hier an der Birke vorbeikommen, sieht man das ganz toll. Also ihr seht hier die Freilichtbühne. Im Hintergrund stehen wir, wie gesagt, noch alleine vor dem See. Und ihr habt hier, hier kann ich euch das ganz schön mal zeigen, die Markierungen für einen Stellplatz. Also die gelben Steine, das sind die Abmessungen für euren oder für euren Van, für euer Wohnmobil. Und das wäre jetzt der Platz Nummer 7. Das könnt ihr hier an den weißen Steinen richtig schön erkennen, wenn ich jetzt nicht gerade den Schatten werfen würde. So, gehen wir mal weiter rum. Wie gesagt, hier ist die Freilichtbühne. Ich kann euch jetzt nicht sagen, ob es hier Veranstaltungen gibt. Alle Plätze haben Strom. Und am besten bucht ihr die Plätze über die Homepage, die ich euch natürlich wieder unten verlinken werde, von der oder vom Campingplatz. Bezahlen könnt ihr dann wie immer oder wie in Schweden üblich mit Kreditkarte. So, hier sind die anderen Plätze. 4 und so weiter. Da hinten ist Tanja, unser Wohnmobil. Ihr kommt hier überall an den See. Ihr könnt nur sehen, die Stromsäulen, die ist jetzt hier vom Stellplatz 4 und vom Stellplatz 1. Am See gibt es I Sitzgelegenheiten. know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Nächster Halt in Schweden. Wieder an einem See. Ne? Gucken wir gerade. Im Hintergrund seht ihr das Wohnmobil stehen. Und wenn wir uns jetzt hier mal so ein bisschen drehen, da. Wieder am See. Jetzt gehen wir erstmal bezahlen. Im Übrigen habt ihr auf dem ganzen Platz, was ich jetzt gerade so gesehen habe, so mehrere Grillecken-Möglichkeiten. Das sieht mir so ein bisschen nach Clubhaus aus, hä? Hier eine Terrasse und ein Badesteg. Moment, da hinten ist der Badesteg.
Ja, moin Freunde, es ist wieder sehr früh, wir sind wieder sehr früh unterwegs, ihr habt es ja bereits gesehen. Und ja, 2 Wochen Schweden gehen zu Ende. So, die erste Mautstation. Wir haben ein E-Ticket und können über Grün fahren. Da müsste eigentlich unser Kennzeichen gescannt werden. Schauen wir mal. Gelb ist für Barzahlung und blau ist mit Kartenzahlung. Super, geklappt. Jetzt haben wir leider kein E-Ticket und wollen mit Karte bezahlen. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, der Vorteil zu Italien ist in der richtigen Höhe. Guck, einmal ganz oben für LKWs, einmal für Wohnmobile und einmal unten für PKWs. Perfekt. Ja, diesmal ja. Wollen wir nur hoffen, dass das hier auch funktioniert. Ja, da kannst du sehen, mit welchen Karten du bezahlen kannst. Da steht der Preis auch an der Tafel. Deutsch kannst du einstellen. Mal Deutsch. Kriegt du nicht mal. Okay. Wir haben unseren Übernachtungsplatz gefunden. Wir sind angekommen im hohen Norden am Wohnmobilpark. Wohnmobilstellplatz Schacht Audorf. Wir sind wieder in der Lüneburger Heide, aber diesmal auf einem anderen Platz. Und den möchte ich euch jetzt nach dem Intro mal kurz zeigen. Diese Straße erhaltet ihr Zufahrt zur Wiese. Das ist die Einfahrt zum Platz. Und auf der linken Seite seht ihr schon ein Schild, wo die Kontaktdaten von eurem Gastgeber draufstehen. Und ja, jetzt gehen wir einfach mal zu
Es gibt viele Wandermöglichkeiten in der Nähe, ausgeschilderte Wanderwege. Wir sind, wie gesagt, in der Lüneburger Heide. Und ja, ihr seht jetzt hier die Schranke. Die müsst ihr natürlich öffnen, um reinzukommen. Ich gehe jetzt, weil ich zu Fuß bin, außenrum. So. Ja, ihr seht hier der Stellplatz. Besteht aus einer Wiese, wo er in einem Wald steht. Ich habe mir schon ein bisschen was gemütlich gemacht. Da hinten seht ihr die Stühle draußen, der Hund und unser Wohnmobil. Ja, ihr seht, wir sind noch alleine. Hoffen natürlich, dass es auch so bleibt. Maximal 3 Gäste kann ein Gastgeber aufnehmen. Und ja, bis jetzt gefällt es uns einfach richtig gut hier. Ja, und das war's dann von unserer Schwedentour in 2022. Und wer weiß, vielleicht sieht man sich ja in 2023 dort wieder. Keine Ahnung. Könnte durchaus sein. Ich sage, oder wir sagen, danke für eure Zeit. Das Video ist ein bisschen was länger geworden. Schön, dass ihr bis zum Ende ausgehalten habt. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao.